Und damit begrüße ich euch zurück bei Fallout 3. Wir werden direkt begrüßt mit der Nachricht von einem DLC, was ich aktiviert habe, weil ich vergessen hatte, im Launcher bei den Datafiles die ganzen DLCs anzuhaken, weil ich natürlich die Gamers Year Edition besitze. Nach Pit, es gibt Berichte über einen neuen Funkspruch, der unter der Hauptstadt ausgestrahlt wurde. Es scheint sich bei dieser Übertragung um eine Art Notruf zu handeln, bei dem abgesehen von dem Standort und dem Namen des Senders nur sehr wenig Informationen übermittelt werden. Okay, das interessiert uns ja noch nicht so sonderlich. Point Lookout. Ein Flussschiff mit Handelswaren von der Fernhalbinsel Point Lookout hat an der Mündung des Protomag angelegt. Der Kapitän bietet jedem Söldner, Schatzsucher oder Abenteurer, der das neue Land erkunden will, eine Passage nach Point Lookout. Das klingt ja fast wie Verhaber. Egal, wir wollten nach Megaton. Wir müssen jetzt bestimmt die Quest umstellen. Ja. Point Lookout. Egal, das lesen wir später. Wir machen jetzt. Der Tritt in seine Fußstapfen. Im nahegelegenen Ort Megaton nach Informationen über Papa suchen. No problemo. Tut mir übrigens leid, wenn ihr im Hintergrund die ganze Zeit meinen Freund hört. Der ist ein bisschen laut. Mothership Zeta. Im Ödler der Hauptstadt wird ein neues Funksignal aufgefangen. Es ist zwar unverständlich, klingt aber bedrohlich. Bin sehr gespannt. Leute, es reicht jetzt. Rockenstein wurde geladen. Ihre Levelobergrenze wurde auf 30 erhöht. Ach, die Levelobergrenze ist 50. Wo sind wir? Oh, ich bin voll falsch gelaufen. Alter. Alarm. Im Ödler der Hauptstadt wurde ein neuer Funkspruch aufgefangen. Er klingt wie ein Notruf, scheint aber nur für bestimmte Ohren vorgesehen zu sein. Also ich weiß ja nicht, wie viele Addons Fallout 3 hat, aber langsam reicht's. Ist jetzt gut. Ich wollte in diese Richtung. Nach Megaton da hinten. Die Ecke würde ich dann machen, wenn wir da Richtung unten auf dem Kompass, diesem kleinen Dreieck gehen. Und erstmal, wie es ja irgendwie logisch wäre, direkt nach Megaton durchstarten. Weil da wollen wir ja hin, weil vielleicht ist ja unser Vater noch dort. Wir sollten uns ja vielleicht ein bisschen beeilen. Oh, hier ist ein Keller. Hier ist übelst Strahlung. Die Werte unserer Vergangenheit soll das Fundament unserer Zukunft sein. Okay. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen, lieber Amerikaner. Würde ich sagen, gehen wir direkt mal nach hier oben. Obwohl, lass mich nochmal hier die Mülltonnen durchsuchen. Ich glaube, Fallout 3 hat nicht viele Addons und die sind aber tatsächlich fast alle nach dem Hauptspiel. Also das muss uns noch gar nicht interessieren. Die sind auch sehr interessant, glaube ich. Das eine ist komplett abgespaced, wortwörtlich. Aber es ist ja nicht schlimm. Da ist schon wieder ein Schild. Das ist eine Leiche. Au. Ach, gar nichts. Moment. Also. Ich habe gerade den VATS gestartet. Willkommen zum Vault-Tec Assisted Targeting System, dem Vault-Tec unterstützten Zielsystem oder VATS. VATS zeigt die Trefferwahrscheinlichkeit ebenso wie den Zustand jedes Körperteils. Man muss ein Ziel angreifen, man muss zwei Angriff abbrechen, die Reaktion akzeptieren. Aha. Schließen. Also ich finde, das ist jetzt keine gute Idee, diese Riesenarbeiterameise anzugreifen. Ich weiß nicht, warum die da oben rumchillt. Die kriegen wir doch niemals schon tot. Was wollen wir gehen? Will die uns angreifen? Okay, warte mal. Mal ganz kurz die Waffe wechseln auf irgendwas Sinnvolles. Zum Beispiel. 10mm Pistole. Dann drücken wir mal V. Und schießen ihr voll fett in den Schädel. Fast geschafft. Ey, die ist voll klein. Also für eine Ameise ist sie ziemlich groß. Aber die war jetzt nicht so ultra schwierig. Ich habe die schlimmer in Erinnerung. Stellt euch mal bitte vor, so groß wären die Ameisen. Mega toll. Oh, da ist es ja schon. Da, wo diese ganzen unbedrohlichen Raben drüber kreisen.
Bestimmt eine super Idee. Es fühlt ja nicht mal eine richtige Straße hin. Hey, ich bin voll verwirrt. Oder ich bin schon wieder falsch gelaufen. Hey. Hier unten, da ist ein Kühlschrank. Milch. Hey, komisch. Interessant. Also, das sieht nicht so einladend aus. Aber unsere Vault war ja schon mal hier. Tot. Das heißt, die sind ja wahrscheinlich freundlich. Hoffe ich. Und unser Vater ist bestimmt dorthin gegangen, hoffentlich. Also keine Ahnung, ich hoffe es. Oh. Hallo. Könnten Sie mir helfen? Ich brauche Wasser. Aufbereitetes Wasser. Bitte. Was ist das für ein Ort, eine Art Stadt? Das ist Megaton. Was ist los mit Ihnen? Haben Sie in einem Loch gelebt oder was? Megaton kennt doch jeder. Wir haben genug Wasser da drin, aber Sie geben es nur den Ansässigen oder den Leuten, die dafür bezahlen können. Nein, suchen Sie sich Ihr eigenes Wasser. Tut mir leid, ich kann Ihnen kein Wasser geben, egal was für Wasser. Er meinte ja schon aufbereitetes Wasser. Ich trinke die ganze Zeit schon diese verstrahlte Scheiße. Ich kann nicht mehr. Ich muss sofort kotzen. Ich brauche aufbereitetes Wasser. Bitte! Kann ich machen, wenn ich welches hätte? Bitte. Ich brauche Hilfe. Ich merk's mir und dann gucke ich mal, ob ich da drin... Da ist ein Roboter! Hallo. Lustig. Gehen Sie zu Moriartis, die kältesten Drinks im Ödland der Hauptstadt. Deputy Welt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Süß. Oh mein Gott. Willkommen in wir wünschen einen. Sieht nicht so einladend aus. Aber wir gucken einfach mal. Hallo. Mein Name ist Lucas Sims. Bin der Sheriff der Stadt. Und Bürgermeister, wenn man mich braucht. Ich weiß nicht warum, aber ich mag sie. Irgendwas sagt mir, dass sie okay sind. Willkommen in Megaton. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Also das ist Lucas Sims, der Bürgermeister? Nee, der Sheriff. Schöner Hut, Pechmarie, Schwein. Das ist eine schöne Stadt, Sheriff. Freut mich, Sie kennenzulernen. Sie sind freundlich und haben Manieren. Wir werden gut miteinander klarkommen. Sie behandeln die Leute gut und dürfen bleiben, solange sie wollen. Schweigen. Warum schweigen? Warum sollten wir die ganze Zeit schweigen? Das, so führt man keinen Dialog. Okay, verstanden. Freut mich, dass wir uns verstehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sehen Sie mir mehr über Ihre Stadt? Wissen Sie etwas über den Bereich außerhalb von Megaton? Reden wir über diese Bombe? Ich bräuchte ein paar Wegbeschreibungen. Ich suche meinen Vater. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Ich habe nichts gesehen. Ich muss hier so viele Brände löschen, dass ich mir nicht jeden Besucher merken kann. Ich würde mich mal in der Stadt umhören. Was für Brände meint er denn? Er ist doch kein Feuerwehrmann. Ja. Jetzt noch mein Mischpult kaputt. Erzählen Sie mir mehr über Ihre Stadt. Also Megaton ist ja ein bisschen Trash. So. Was genau soll ich erzählen? Fangen wir doch mal damit an, warum die Stadt überhaupt Megaton heißt. Megaton, Megaton, Megabombe. Die Stadt wurde nach der Bombe benannt, die sich genau im Zentrum befindet. Sie ist nicht hochgegangen. Noch nicht. Stellt sich mir doch die Frage. Genau. Glauben Sie nicht, dass jemand das Ding entschärfen sollte? Wer baut um eine Bombe bitte eine Stadt? Das ist doch Wahnsinn. Eines Tages fliegt das Ding in die Luft, eine Zeitbombe. Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. Wer baut denn um eine fette Atombombe? Eine Stadt drumherum. Das ist ja komplett bekloppt. Diese Stadt wurde nicht über Nacht erbaut. Megaton gibt es schon seit Jahrzehnten und es wächst immer noch weiter.
Alles begann als kleine Siedlung von Leuten, die in Vault 101 rein wollten. Als sie abgelehnt wurden, blieben sie einfach hier. Einige begannen, das Ding wie einen Gott zu verehren. Jetzt haben wir eine ganze gottverdammte Kirche. Die sind übergeschnappt, klar, aber harmlos. Den meisten ist das scheißegal. Sie denken, wenn sie bisher nicht explodiert ist, wird sie es auch jetzt nicht mehr tun. Ich bin da anderer Meinung. Würde diese Bombe explodieren, wäre die Welt viel geholfen. Was auch immer, ich habe sowieso nicht vor, länger zu bleiben. Ich kann mich darum kümmern, die Bombe zu entschärfen. Also, das ist ja ein schönes Argument, dass die Leute, die in Vault 101 reinkamen, sich dann dachten, ja, okay, dann kapieren wir halt hier. Aber warum genau neben der Bombe? Die hätten in Springwell bleiben können. Die hätten 3 Meter weiter wegziehen können. Nein, sie denken sich, wir bauen direkt neben der Atombombe unseren Schlafplatz. Und jetzt sind sie wahrscheinlich verstrahlt. Komplett. Also ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn wir vielleicht versuchen, die Bombe zu entschärfen, was ich schon verkackt habe, weil ich Sprengstoff nicht geskillt habe. Ah, in Ordnung. Aber hören Sie, sehen Sie sich's erstmal an. Ganz unverbindlich. Wenn Sie den Auftrag ausführen, sind 100 Kronkorken für Sie drin. Sache 26%, das wird niemals klappen. Ein Sprengstoffexperte kommt nicht billig heutzutage, ich will 500. Ich will kein Geld, ich könnte es einfach nicht ertragen, sie sterben zu sehen. 100 Kronkorken, okay, ich sehe es mir an. Nicht mein Problem, viel Glück. Also das wird nicht klappen. Weil wir anscheinend viel zu wenig Sprache haben, aber 100 Kronkorken klingt schon nach viel Geld, oder? Das, keine Ahnung. Ich habe jetzt noch keine emotionale Bindung zu dem. Wenn das jetzt unser Vater wäre, würde ich sagen, ja, ich mache das gratis. Aber ja, klar, sehe ich mir an. Ich mache das schon. Kann das. Großartig. Dann tun Sie, was in Ihrer Macht steht. Aber seien Sie vorsichtig. Die Kraft des Atoms. Die Atombombe von Megaton entschärfen. So. Könnten wir hier noch machen? Eine Hand wäscht die andere. Ich suche nach meinem Vater. Ich erinnere mich an einen Fremden, der hier durchkam. Hatte so einen speziellen Blick. So einen, den man bekommt, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Hat einige Zeit in der Kneipe verbracht. Sprechen Sie mal mit Moriarty. Aber Vorsicht, er ist ein unangenehmer Zeitgenosse. Also hat er doch jemanden gesehen. Mit Colin Moriarty über Papa sprechen. Wird doch einfach Vater stehen. Ich möchte gerne noch mehr über die Stadt erfahren. Gibt es in der Stadt vielleicht einen Arzt? Ja, er ist etwas nörgelig, aber er meint es gut. Achten Sie nur darauf, dass Sie wirklich was haben, bevor Sie ihn behelligen. Sie finden ihn auf dem Platz am Fuße des Hügels, gegenüber der Brass Lantern. Das ist doch ganz praktisch. Wo kann ich hier einen Drink bekommen? Hat er schon gesagt, bei Moriartys. Wenn Sie was Hochprozentiges wollen, gehen Sie rüber zu Moriartys. Wenn Sie was essen wollen, gehen Sie in die Brass Lantern. Okay. Okay, schießen Sie los. Wissen Sie etwas über den Bereich außerhalb von Megaton? Also außer Springvale und die Vault? Es heißt nicht umsonst Ödland. Aber es gibt überall Siedlungen. Die Menschen sind eben dickköpfig. Im Südosten liegt Rivet City, aber vergessen Sie DC, das ist Kriegsgebiet. Oh, Kartenmarkierung. So. Interessant. Rivet City. Habe ich irgendwo schon mal gehört. Naja. Ein paar Wegbeschreibungen für die Stadt. Kein Problem. Was brauchen Sie denn? Wo ist die nächste Klinik? Gibt es hier einen Waffenhändler? Gibt es eine Bar? Brauche etwas Ausrüstung. Wo kann ich ein Bett mieten? Die Klinik hat er schon gesagt. Unsere Klinik ist unten am Krater bei der Bombe. Blablabla. Gibt es hier einen Waffenhändler? Gehen Sie zu Moira in den Craterside-Lagerraum. Sie verkauft einige Waffen. Stellt wohl aber auch welche her, wie ich höre. Sie finden sie unten am Krater. Gibt es eine Bar, hat er auch schon gesagt, bei Moriarty? Klar gibt es eine Bar. Aber seien Sie vorsichtig. Was er auch sagen mag, Moriarty ist nicht Ihr Freund. Also fallen Sie nicht auf seine Lügen rein und trauen Sie ihm nicht. Ich brauche etwas Ausrüstung. Wo ist hier der nächste Laden?
Moira verkauft allen möglichen Kram in ihrem Geschäft, dem Craterside-Lagerraum. Raten Sie mal, wo der liegt. Neben dem Krater natürlich. Das stand da gar nicht. In den Untertiteln. Wo kann ich ein Bett mieten? Weil es sieht schon aus, als wäre es schon voll spät Abend. Ein Bett? Bei Moriarty auf der Südseite der Stadt. Ansprechpartner ist Nova. Sie kann sicher helfen. Okay, interessant. Gerne. Was haben Sie auf dem Herzen? Das machen wir mal nicht. Wir haben uns die Bombe ja noch gar nicht angeguckt. Ja, dann vielen Dank. Würde ich sagen, wir gehen mal los und gucken uns die Bombe an. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Eine coole Waffe. Okay, willkommen in Megaton. Die ist halt schon gut geschützt. Also da oben ist so ein... Wie haben die das denn da hochbekommen? Das ist einfach so ein Stück... Flugzeug. Meine Maus ist ausgefallen. Nein! Ich weiß nicht, welche Taste schnell speichert. Mein ganzes Zeug funktioniert nicht mehr. Kacke. Eine Sekunde. Willkommen zurück. Ich habe das Spiel kurz pausiert, die Aufnahme pausiert, weil meine Maus und, also Fallout 3 ist gefreezed. Nochmal. Wir sind jetzt in Megaton. Hier ist ein riesiges Flugzeug. Keine Ahnung, wie das da oben hingekommen ist. Ich wollte mich jetzt erstmal ein bisschen umgucken. So. Wir atmen alle noch. Daher weiß ich, dass sie es nicht verbockt haben. Haben Sie was auf dem Herzen? Hab mir die Bombe doch noch nicht mal angeguckt. Also, was wir hier schon cool sehen, ist hier oben Moriarty's Saloon. Da unten ist irgendwas mit Atom. So. Welcome, Saloon. Sheriff. Klinik. Wir gehen erstmal hier so in die Mitte so runter. Da ist schon mal jemand. Guten Tag. Megaton-Siedler. Wollen Sie handeln? Schauen Sie mal im Craterside-Lager vorbei. Okay. Klinik. Supply. Da oben ist wahrscheinlich hier diese Moira. Da steht noch was. The Brass Lantern. Ah, hier ist diese Kneipe. Da können wir doch direkt mal gucken, ob es in der Kneipe Wasser gibt für den Typen draußen. Oh, Entschuldigung. Das war das Mikrofon. Hier ist eine Brahmin. Da ist jemand. Billy Creel. Verdammte Axt. Jemand Neues. Sehr erfreut. Ich bin Billy Creel. Oder einfach Billy. Ich weiß, dass Megaton eher einem Friedhof gleicht als einer Stadt, aber ganz übel ist es hier nicht. Ich und Maggie etwa, wir kommen blendend zurecht. Ich handle mit dem Zeug, das ich sammle, und sie hilft mir, auf der rechten Bahn zu bleiben. Er ist ja motiviert. Wer genau ist Maggie? Oh, tut mir leid. Da habe ich mich wohl selbst übertroffen, was? Maggie ist 9 und ein süßes kleines Mädchen. Wir sorgen füreinander. Wenn ich eine Tochter hätte, sollte sie wie Maggie sein. Ich kümmere mich um sie, seitdem ihre Eltern vor 2 Jahren von Raiders ermordet wurden. Es war ziemlich schrecklich. Kleine Siedlung im Norden. Ich wollte dort handeln. Von dem Ort war nicht mehr viel übrig. Ich fand Maggie in ihrem Versteck hinter einem Bett, in dem Zimmer, in dem ihre Eltern getötet worden waren. Seitdem ist sie bei mir. Oh, das ist aber traurig. Wie nett ist der denn bitte, dass der die dann mitgenommen hat, um der zu helfen? Sieh etwas über den Bereich außerhalb von Megaton. Ich weiß nur, dass ich zu viel Zeit da draußen verbracht habe. Mehr werde ich dazu nicht sagen. Aber ist natürlich die Frage, ob so eine kleine Stadt besser ist, als draußen so ein bisschen das Ödland zu erkunden. Was können Sie mir über Megaton sagen? Megaton ist die beste Kleinstadt im ganzen Ödland der Hauptstadt.
lassen Sie sich nichts anderes erzählen. Starke Mauern, starke Leute und starker Schnaps. Wir haben alles, was man heutzutage zum Leben braucht. Ja, das stimmt natürlich. Und was machen Sie hier? Ich? Ich handle mit den Karawanenhändlern. Ich war mal mit diesen Leuten unterwegs, darum machen sie mir gute Angebote. Auch die Stadt wird versorgt. Aber vor allem kümmere ich mich um Maggie. Klar, sie ist eigentlich alt genug, dass Billy ihr nicht ständig über die Schulter sehen muss. Interessant. Entschuldigung. Was gibt's Neues in der Stadt? Man sagt, dass irgendwas mit dem Wasseraufbereiter nicht in Ordnung ist. Aber der alte Walter hält das Ding schon seit Jahrzehnten am Laufen. Ich mache mir keine Sorgen. Warum sollte das Ding ausgerechnet jetzt endgültig kaputt gehen? Ich finde es ein bisschen erschreckend, dass sich die Leute alle so keine Sorgen machen. Atombomben sind gefallen, die Hälfte, die Fünftel der Menschheit sind ausgerottet und die alle so, ja, wenn das heute gehalten hat, dann geht das morgen nicht kaputt. Die sind alle so, ja, fuck it, wir sind eh schon fast tot. Das kann niemals jetzt kaputt gehen. Bis später. Okay, das ist die Bombe, die ist groß. Interessant. Ich möchte gern Wasser kaufen. Hallo. Jenny Stahl. Ich weiß, dass ich Sie noch nie in Megaton gesehen habe. Lassen Sie mich raten. Nur auf der Durchreise, oder? Hier versuchen ja ständig Leute, sich niederzulassen. Egal. Wenn Sie Hunger haben, sind Sie hier genau richtig. Was darf sein? Was können Sie mir über Megaton sagen? Einige Leute hassen diesen Ort, was auch ihr gutes Recht ist. Aber was zur Hölle erwarten die? Nahrung, Schutz und Sicherheit. Mehr braucht man nicht. Was gibt's Neues in der Stadt? Hab nicht viel gehört. Ehrlich gesagt, verlasse ich die Lantern nur selten. Zu viel Arbeit. Und der Tag hat zu wenig Stunden. Verstehen Sie? Das scheint sich ja wirklich zu rendieren. Ich meine, wenn man das einzige Restaurant ist in so einer kleinen Stadt, dann rendiert sich das natürlich, wenn alle bei einem essen. Was sagt denn die Speisekarte? Sehen Sie mal, der Großteil ist essbar und einiges schmeckt sogar. Ih, das klingt nicht gut. Mac and Cheese. Oh. Fancy Let's Kuchen, Junkfood, Potato Crisps, Leguan-Bissen, Nudeln, Coca-Cola. Können wir dem Typ nicht einfach eine Coca-Cola geben? Oh, die hat kein aufbereitetes Wasser. Wir haben nur 23 Kronkorken. Aber wir können hier was verkaufen. Wie zum Beispiel die getönte Lesebrille. Wie zum Beispiel. 2 Lackierpistolen. Eine leere Whiskyflasche. Ich weiß nicht, ob man das, die Sachen braucht. Denkt man nicht. Es ist ja nicht Fallout 4, wir brauchen ja keinen Müll, um Sachen zu reparieren. Keine Ahnung, wir verkaufen das einfach mal. Ah, jetzt haben wir mehr als sie. Viel Spaß! Okay, das hat mich jetzt nicht so überzeugt. Und sagen, dann gehen wir doch direkt mal da rein. Das Schild ist richtig cool. Die Breath Lantern. Das ist größer als erwartet. Hallo! Leo ist wirklich nett. Etwas zappelig, aber es ist immer schön, ein neues Gesicht zu sehen. Das sieht ja lecker aus. Hallo? Ist niemand? Hallo? Hier ist irgendwas rund. Alles umgefallen. Hallo? Ich habe leider gerade viel zu tun. Wenn Sie was essen wollen, sprechen Sie mit Jenny oder Leo. Ansonsten kann ich Ihnen nicht helfen. Andy Stahl. Wissen Sie etwas über den Bereich außerhalb von Megaton? Der Bereich außerhalb von Megaton? Für mich sind alle anderen Orte himmlisch. Scheißstadt. Wenn hier nicht Ödländer wie Sie mit Ihren Kronkorken durchkommen würden, wäre ich schon weg. Zumindest, wenn ich Jenny und Leo überzeugen könnte. Naja, Jenny hat ja schon eine ziemlich feste Meinung über Megaton und wird hier wahrscheinlich niemals weggehen. Aber der scheint Megaton ja gar nicht zu mögen. Was können Sie mir sonst über Megaton sagen? Die Stadt ist ein Loch. Eine Sackgasse. Warum ich bleibe? Nun, dieses Loch verschafft mir Geld. Ja,
Da hat er recht. Er kann natürlich ein bisschen Geld sammeln und dann gehen, aber es bringt ihm ja auch nicht so viel. Also Kronkorken. Es gibt ja kein Geld mehr. Was gibt's Neues? Moriarty pinkelt in sein Gesöff. Der verrückte Bastard denkt, das ist lustig. Außerdem gibt's da nur Halsabschneider. Hier ist es viel sicherer. Hey, vielleicht sollte ich das aufs Eingangsschild schreiben. Die Brass Lantern. Sauberer, sicherer und wahrscheinlich keine Pisse in den Drinks. Ja, interessant. Ich bräuchte ein paar Wegbeschreibungen. Wissen Sie was? Sie haben recht. Wahrscheinlich sehe ich wie ein Wegweiser aus. Wohin möchten Sie? Egal. Gerne. Ich habe nichts zu tun. Jo, jede Menge Zeit, um mit Fremden zu quatschen. Warum ist der so gemein, Mann? Dann gehen wir was auch immer. Bis Andy. Ein Terminal. Hallo. Ah, hier ist es voll groß. Oh, wir dürfen nicht schlafen. Alles, was rot ist, ist böse. Hier sind nur Siedler und Betten. Er hat uns gar kein Bettangebot. Wenn du Betten hast, dann kann man ja schlafen. Aber wer ist Leo? Wer ist nicht Leo? Komisch, sehr schade. Ich hätte gern aufbereitetes Wasser gekauft. An das prächtige Versprechen der bevorstehenden Spaltung dienen. Jericho. Ach nee, noch so ein Ödland-Hornochse. Hören Sie, ich mag Sie nicht. Halten Sie sich von mir fern, dann werden wir keine Probleme miteinander haben. Ist nicht so aus, als ob du hierher gehörst. Erzähl mir von dir, warum duzen wir denn jetzt einfach? Was machen Sie hier? Erzähl mir von Ihnen. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe draußen im Ödland gelebt. Damals war ich ein echter Mistkerl, aber das habe ich alles hinter mir gelassen. Haben Sie jemals daran gedacht, wieder nach draußen zu gehen? Was? Wohin soll ich zurückkehren? Du musst dich hier draußen in der Wüste doch zu Tode langweilen. Das habe ich alles hinter mir gelassen. Da draußen gibt es nur Böses. Töten. Stehlen. Gewalt. Damit will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, das hört sich wirklich furchtbar an. Ja, Sie haben recht. War sowieso nur eine dumme Idee. Was weißt du über das Ödland? Was ich darüber weiß, geht sie rein gar nichts an. Danke. 50%. Habe ich was verpasst? Was für ein Problem hast du mit mir? Stärke. Was immer dein Problem ist, ich schlage vor, du legst es ad acta sofort. Wir haben relativ... 53% wird niemals klappen. Und wir haben auch nicht genug Stärke, oder? Ich weiß nicht, was Quicksave ist. F5. F6. Wir machen jetzt einfach mal ein Schnellspeichern. Wir können nicht schnell speichern, wir machen das einfach. Nun ja, das habe ich nicht erwartet. Sie sind eine rauflustige kleine Vaultflasche, was? Vielleicht lag ich falsch. Sie sind okay. Was wollten Sie wissen? Er ist so kompliziert. Was ist los mit dem? Was du über das Ödland weißt, wollte ich wissen. Ich werde dazu nichts weiter sagen. Hä? Ich check den nicht. Der hat uns einfach übelst beleidigt und meinte dann, ja, vielleicht sind sie doch okay, sie Flasche. Was machst du hier? Ich? Ich tue gar nichts. Naja, mal abgesehen davon, dass ich ständig bis Oberkante Unterkiefer voll bin und Moriarty reich mache. In der Stadt bin ich auf jeden Fall der beste Gewehrschütze. Darum kommen alle zum alten Jericho, wenn die Raiders auftauchen. Aber zwischen den Angriffen begnügen sie sich damit, mein Geld zu nehmen und mich nach Hause zu schleppen, wenn ich einen zu viel hatte. Ich habe eine Idee, wie wäre es mit weniger Trinken? Was gibt's Neues in der Stadt? Etwas Geld für ein paar Drinks könnten meine Lippen ein wenig lösen. Versuchen Sie es mal. Sehen Sie, was passiert.
Ich glaube kaum. Sie sind dran. Weißt du was? Ich bin hier, nur für den Fall. Ist okay. Schenkt dem Atom eure Freundin, so. Hin. Das ist die fette Atombombe. Und, lasset euch teilen. Und hier sind anscheinend die Church of the Children of Atom. Mutter Maya. Hallo, mein Kind, hallo. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Mutter Maya, Prophetin des Atoms und Umarmerin des allgegenwärtigen Lichts. Denken Sie daran, als Kinder des Atoms erschaffen wir selber ein neues Universum. Willkommen in Megaton. Möge der Friede mit Ihnen sein. Ich glaube, das sind die, die so ein bisschen wegen der Bombe... Die haben genau neben der Bombe geschlafen, vielleicht sogar auf der Bombe oder unter der Bombe, wer weiß das schon. Die sind ein bisschen... Erzähl mir doch noch mehr von der Kirche. Dazu sollten Sie meinen Ehemann befragen, Beichtvater Cromwell. Okay, was gibt's Neues in der Stadt? Ich mag keine Gerüchte, aber ein bisschen was weiß ich schon. Haben Sie beispielsweise gehört, dass Lucas jemanden zum Entschärfen der Bombe sucht? Was für eine Gotteslästerung! Ich kann es nicht glauben! Ich meine, ich glaube es einfach nicht. Das würde er uns niemals antun. Ja, nee, weiß ich nichts von. Also, keine Ahnung, wen der anheuern könnte. Habe ich noch nichts von gehört. Welche Bombe? Hä? Alles Gute, mein Kind. Also die sind auf jeden Fall not amused, wenn wir die Bombe anfassen. Ey, die ist so groß und hier ist alles so black. Ja, euer Leid wird vergehen. Er steht in der Pfütze. Die denken sich auch nur so, was mit dir? Können wir zoomen? Jeder von uns wird eine, wir machen also Facepalm. Aus der Masse seines erbärmlichen und schmutzigen Körpers gebären. Jeder aktivieren nicht explodierte Atombombe. Ihre Fertigkeit Sprengstoff ist nicht weit genug entwickelt, um die Bombe erfolgreich bearbeiten zu können. Sprengstoff von mindestens 25 erforderlich. Ja, Leute, 15. Ich habe mich richtig hart verskillt, weil ich so unglaublich dumm bin. Aber wir haben ja Zeit. Jeder von uns wird den Frieden ach, und das ist Ende ihr Mann. Des Schmerzes erfahren. Beichtvater Cromwell. Hallo. Wen haben wir denn hier? Ein Neuzugang für unsere bescheidene kleine Gemeinschaft? Mein liebes Kind, willkommen. Willkommen in Megaton. Ich bin Konfessor Cromwell, Prophet des Atoms und Vater des unsterblichen Leuchtens. Sie können gerne jederzeit in die Kirche kommen. Jederzeit. Erzählen mir doch mehr von der Kirche des Atoms. Ja, was möchten Sie wissen? Warum verehren Sie diese komische, riesige Bombe? Diejenigen, die bei der großen Spaltung zum Atom gerufen wurden, hatten Glück. Sie durften bei der Schöpfung des Atoms mithelfen. Danach trachten auch wir, symbolisch und in unserem Handeln. Die Bombe, wie Sie sie nennen, steht für die schöpferische Macht des Atoms. Wir knien vor ihr und bitten darum, dass das Atom uns zu sich ruft. Wir beten, aus unseren erbärmlichen Körpern neues Leben erschaffen zu dürfen. Kein Plan, wovon der redet. Was für eine Spaltung. Es sind doch alle Menschen gestorben. Was glauben die überhaupt? Die Kirche der Kinder des Atoms basiert auf der Annahme, dass jedes einzelne Atom der Schöpfung ein ganzes Universum in sich trägt. Wenn dieses Atom gespalten wird, entstehen aus einem einzelnen Universum zwei Universen. Der größte Akt der atomaren Schöpfung. Ab und zu tritt ein göttliches Ereignis ein und Trillionen neue Universen werden erschaffen. Zuletzt fand ein solches Ereignis vor 200 Jahren statt. Während die meisten verlorenen Kinder dies als Krieg und Zerstörung betrachten, sehen wir in der atomaren Strahlung Schöpfung und Vereinigung.
meine, die haben durchaus recht, da ja durch atomare Strahlung, glaube ich, die Zellteilung erhöht wird. Weshalb ja ganz viele neue Zellen kommen, aber ich glaube, er verwechselt so ein bisschen Atom mit dem Urknall, was ja irgendwie zwei verschiedene Dinge sind. Also es macht ja überhaupt keinen Sinn, weil er meint ja quasi, er meint ja nicht eine atomare Spaltung, sondern ein neues, ein Multiversum. Das hat ja nichts mit Atom zu tun, also kein Plan, was mit denen nicht stimmt. Was zum Teufel ist los mit euch Leuten? Obwohl sie die Wahrheit kennen, verspotten sie uns immer noch. Das ist sehr, sehr traurig. Naja. Gerne doch. Haben Sie jemals Megaton verlassen? In meiner Jugend bin ich viel rumgekommen. Aber das war ein anderes Leben. Sie suchen doch sicher Informationen und Ratschläge, oder? Ich kann Ihnen nur folgenden Rat geben. Im Ödland finden Sie keinen Reichtum, der den Reichtum in Ihrem Inneren übersteigt. Schwelgen Sie im atomaren Glühen, dann werden Sie mich verstehen. Hat der schön gesagt, das hat zwar auch nichts mit atomarer Strahlung zu tun, okay. Ich werde denen bestimmt nichts spenden, wenn ich denen ihre Bombe kaputt mache. Was können Sie mir noch über Megaton sagen? Megaton, das heilige Dorf des Atoms. Es hat diese Stadt als Pilgerstätte für seinen Schrein auserwählt und wir wurden zu ihm gerufen. Die Leute von außerhalb fragen, warum wir eine Stadt um eine Bombe herumbauen. Die Antwort ist, die Bombe verspricht die Spaltung und das Leuchten. Wir sind die Bombe. Die Bombe ist das Atom und somit sind wir das Atom. Wir warten auf den Tag, an dem jeder von uns Billionen neuer Leben gebärt. Die sind komplett durch. Gibt's irgendwas Neues mit der Strahlung oder so? Ich versuche alles, um nicht in solch weltliche Angelegenheiten gezogen zu werden. Das hätte nur eine Ablenkung vom Atom zur Folge. Jetzt, wo Sie es erwähnen, Moira hat einen Söldner angeheuert, um ihre Waren zu beschützen. Der Mann schläft nie, sagt man zumindest. Interessant. Okay, bis später. Möge die Strahlung Sie beglücken. Nee, danke. Hallo. Okay, Problem. Wir können die Bombe noch nicht entschärfen. Das ist echt. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge Megaton sieht wieder okay. Hier ist die Breath Lantern. Hier ist irgendein Haus. Gehört ja bestimmt jemandem. Also da können wir bestimmt nicht einfach so reinspazieren. Mr. Burks Haus, okay. Können wir in die Kirche vom Atom gehen? Das Wasser ist verstrahlt. Wir gehen einfach mal in den ihre komische Kirche. Local Kult. Geil. Aha. Erich, wo kommst du her? Kinder des Atoms. Sieht ja ganz normal aus. Tatsächlich. Also. Würde ich ja fast sagen, ist ja sogar okay. Ein Terminal. Mein Gott. Sehr leicht. Erst einmal hacken, aber ich will unbedingt wissen, was in diesem Terminal steht. Also, hacken. Auf einigen Terminals können Sie nur mit einem Passwort zugreifen. Ist die Fertigkeit Wissenschaft bei Ihnen stark genug ausgeprägt, können Sie versuchen, sich ins Terminal zu hacken. Wenn Sie das richtige Passwort eingeben, erhalten Sie Zugriff auf das Terminal. Geben Sie die falschen Daten ein, wird Ihnen angezeigt, wie viele Ihrer Buchstaben im Passwort an der richtigen Stelle stehen. Sie haben 4 Versuche, um das Passwort zu erraten. Wenn Sie scheitern, wird das Terminal gesperrt, bis Sie das Passwort erhalten. Der Hackvorgang kann jederzeit abgebrochen und neu gestartet werden. Okay. Das Hacken fand ich schon immer so ein bisschen schwierig, weil ich immer zu dumm war, das zu verstehen. Ich glaube, in Fallout 4 ist das auch wesentlich einfacher. Aber okay. Bam. Wir haben jetzt hier ganz viel glibberisch und so einzelne Wörter, die wir auswählen können.
Wer ist mit Globe? Nee. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Wer ist mit Snoop? So, jetzt sehen wir, 3 von 5 sind korrekt. Das heißt, es ist irgendein Wort mit 3 von 5 dieser Buchstaben bzw. Positionen. Das könnte das S sein, was richtig ist. Das O. Maybe. Oder das E. Und das R. Jetzt haben wir halt das Problem. Es könnte halt näher sein. Als auch 3-mal die gleichen Buchstaben hat. Das könnte aber auch Ohr sein. Nee, das haben wir gerade schon gemacht. Könnte auch Scout sein. Nee. Und Scout kann es zum Beispiel nicht sein, weil es nur 2 Sachen hat. Es müsste eigentlich Snare sein. Fast. Oh mein Gott. 4 von 5 korrekt. Ist es wer? Ich bin so gut. Korrekt. Bitte warten. Ich glaube, das war einfacher als gedacht. Wenn man ein bisschen nachdenkt. Willkommen, Beichtvater. Mögen Sie im Leuchten wandeln. Der Kern des Atoms. Leute fragen mich oft arglos, Beichtvater, warum verehren Sie eine Bombe? Wie neugierige Kinder kommen Sie zu mir mit Fragen über den sichtbarsten und wohl umstrittensten Teil unseres Glaubens. Die Arglosen unter uns hören meine Predigten vor dem großen Symbol, sehen uns in den Wassern baden und fragen sich, ob es nicht etwa die Gefahr sei, die wir suchen, einen Selbsttötungspakt vielleicht, und ob schon wir versucht sind, diese Neugier mit Zorn zu begegnen, dürfen wir, sanfte Kinder des Atoms, diesem Verlangen niemals nachgeben. Der Kern der Philosophie des Atoms lehrt uns den Frieden. Er weist uns an, die Neugierden zu unterrichten und ihnen die Bürde der Ahnungslosigkeit von den Schultern zu nehmen, sie zu lehren, den Ruhm der vergangenen Spaltung anzunehmen und den Ruhm der bevorstehenden Spaltung zu suchen. Lehret sie, meine Söhne und Töchter, lehret sie, wie das erbärmliche, faulige Fleisch ihres Körpers am Tag der Spaltung zahlloses neues Leben gebären wird. Lehret sie nicht, das Schicksal der vergangenen Welt zu beklagen, sondern diejenigen zu ehren und zu preisen, die bereits gespalten wurden. Lehret sie den Segen, die Herrlichkeit, den Frieden unseres Bundes und die Zufriedenheit, die in unserer heiligen Arbeit liegt. Also, glauben quasi, dass durch diesen Atomschlag und die Leute, die dabei gestorben sind, die sich gespalten haben und irgendwas Neues erschaffen haben. Aber ich verstehe nicht ganz, was. Weil es ist ja nichts passiert. Egal. Lehret, meine Kinder, lehret. Und findet in dieser Lehre euren Frieden und euren Platz in der Gemeinschaft. Das ist der Kern der Botschaft des Atoms. Sprechet, wachset, pflanzet euch fort. Nein, bitte nicht. Geht hin in Frieden, meine geliebten Kinder. Geht im leuchtenden Schein des Atoms. Abhandlung über die Wiederkehr des Atoms. Was ist das Atom? Das Atom ist Licht, Energie. Das Atom ist Wandel. Das Atom ist die Reinigung, die Chaos in Ordnung verwandelt. Das Atom ist Reinheit. Das Atom ist Friede. Das Atom ist Hoffnung. Wow. Das Herbeiführen der Spaltung. Oft frage ich mich, ob die Zeit reif ist für die zweite Teilung. Sind wir hier im gelobten Dorf des Atoms wahrlich bereit für seine Wiederkunft? Habe ich mein Volk gebührend auf den Augenblick vorbereitet, in dem sich der große Altar öffnet und wir seiner Herrlichkeit ansichtig werden? Ich bin nur ein Mensch. So bin ich denn würdig, das Volk zur Herrlichkeit zu führen? Bin ich würdig, die Teilung heraufzubeschwören? Okay, ich dachte schon, er will irgendjemanden umbringen. Ich hab Karma verloren. Wieso? Wollte nur gucken. Oh Mann. Das hat uns direkt Karma gekostet. Natürlich ärgerlich. Menschen. Schließ deine Augen und fühle das Leuchten des Atoms. Wir gehen erstmal nach oben. Aha, bitten. Naja. Dann gehen wir halt nach unten. Wow, die haben hier wirklich so einen fetten Altar. Ja, gut. Betet immer hier schon weiter. Das Terminal hat uns nichts gebracht. Interessant. So. Lalalala. Alles klar. Dann können wir mal hier hingehen. Nathan, wer bist du denn? Ja, sieh mal an. Frisches Blut.
Haben Sie schon mal von der Enklave gehört? Dem letzten Überrest der guten, alten USA? Ich kenne sie überhaupt nicht, aber ich halte sie für eine Patriotin. Und alle guten Patriotinnen werden ihre Waffen für die Enklave einsetzen. Bald sind sie hier. Dann hat der Albtraum endlich ein Ende. Aber was rede ich Ihnen die Ohren voll? Ich bin Nathan. Was kann ich für Sie tun? Er ist alt. Wieso wissen Sie so gut Bescheid, wenn Sie den Klapfen noch nie gesehen haben? Sie haben einen Radiosender. Schon seit Jahren. Präsident Eden spricht über alles, was Sie machen. Überall gibt es fliegende Roboter, die alles beobachten. Sie wissen also, was zu tun ist, wenn Sie hier reinstürzen und diesen Ort ausräumen wollen. Wissen Sie, die Leute glauben, ich bin nur ein verrückter alter Mann. Aber die Dinge werden sich ändern, wenn die Enklave hier eintrifft. Den Radiosender haben wir schon gehört. Das war der von dem kleinen fliegenden kugelrunden Augenbot-Roboter in Springvale. Das war der, der die ganze Zeit gesagt hat, wir werden Amerika wieder aufbauen. Wir werden das alles wieder ganz toll machen. Komisch. Aber warum unterstützen Sie die Enklave überhaupt? Warum? Sehen Sie sich mal um. Die guten alten USA, klar, das Land sieht heute etwas anders aus, aber wir stehen auf amerikanischem Boden. Auch wenn Sie in einer unterirdischen Vault geboren wurden, wurden Sie in den Vereinigten Staaten geboren und sind somit Amerikaner. Es ist Ihre und meine Pflicht, unser Land und unseren Präsidenten unter allen Umständen zu unterstützen. Verstanden? Woher weißt du das? Woher weiß der, dass wir aus der Vault kommen? Ich meine, ja, wir haben den Vault-Anzug an, aber... Sie haben recht, mein Land hat meine bedingungslose Unterstützung verdient. Machen Sie Witze, es ist die Pflicht des Bürgers, die Regierung zu hinterfragen. Die Regierung und der Präsident sind mir sowas von egal. Ja, das ist wahr. Ich glaube, wir haben andere Probleme. Es gibt keine Regierung mehr. Welcher amerikanische Boden ist komplett verstrahlt? Tja, wir können uns nicht alle Gedanken machen. Warum auch? Dafür ist doch die Regierung da. Soll die sich doch um alles kümmern? Geht's dem gut? Es gibt doch gar keine Regierung mehr. Außer diesen Typen, der so tut, als wäre der neue Präsident. Und was ist die Enklave überhaupt? Die Enklave ist die amerikanische Regierung. Der Adler. Wir, das Volk. Die perfekte Einheit. Alles klar, der ist komplett durch. Was gibt's Neues in der Stadt? Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Wenn es Ihnen so wichtig ist, sollten Sie mit Manja sprechen. Sie lebt länger als alle anderen in Megaton. Okay, danke, tschüss. Gott schütze die Enklave. Der Mann ist komplett durch. You don't need a... Blah to be a blah. Megaton-Klinik. Da ist der Doktor. Ich bin Doc Church, Inhaber dieser Klinik. Bevor Sie mich um Hilfe bitten, sollten Sie die Regeln kennen. Regel Nummer 1, stören Sie mich nicht. Wenn Sie mich stören, empfehle ich Ihnen, fast tot zu sein. Ich habe schon genug Arbeit mit den Leuten, die ich mag. Befolgen Sie meine Regeln, dann nähe ich Sie auch wieder zu. Wenn Sie außerdem auch immer brav zahlen, sollten wir gut miteinander auskommen. Okay. Aber kannst du mir was über Megaton sagen? Ich muss sagen, dass von allen infizierten Dreckslöchern, in denen ich gehaust habe, dies hier das am wenigsten dreckigste ist. Okay, interessant. Was machen Sie hier? Also ja, er ist der Arzt, aber warum hier? Ich bin der Arzt der Stadt. Was aufgeschnitten ist, nähe ich zu. Was infiziert ist, schneide ich ab. Interessant, okay. Sehr, sehr aufschlussreich. Was wissen Sie über die Leute hier? Ein Arzt spricht nicht über seine Patienten. Jedenfalls nicht mit Fremden. Ja, da hat er recht. Haben wir genug Medizin, um das zu machen? Ich kann nicht speichern in Dialogen. Sollen die Kacke an? Sprache 26%. Ich versuche nur zu helfen. Ich bin selbst Doktor. Wir haben Medizin genug geskillt. Und unser Vater war Doktor. Das heißt, wir sind auch so ein bisschen Doktor. So ein bisschen.
Okay, jemand mit medizinischer Ausbildung sollte zumindest ein bisschen Einsatz zeigen. Und vielleicht können Sie den Jungen zur Vernunft bringen. Leo Stahl, der Junge hat ein Jet-Problem. Ich habe ihn 2 oder 3 Mal hier geschnappt, als er versuchte, meine Narkosemittel zu stehlen. Nicht mal seine eigene Familie weiß es. Nachts geht er rauf zur Wasseraufbereitungsanlage, um sich zuzudröhnen. Ich erwische ihn nicht. Vielleicht Sie? Was? Interessant, hat er einfach mal ausgeplaudert. Okay, bis dann. Nicht vergessen, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Was? Das sind Menschen. Oh, was für eine schicke Klinik. Gutes Terminal. F5. Toll. Was ist kaputt? Stand auch dran, aber... Hallo! Patient. Patient. Okay, tschüss. Dann werden wir wohl mal diesen Leo Stahl suchen. Ich würde ja gerne schlafen gehen, aber ich glaube... Schaffen wir nicht mehr. Ich würde da gern hochgehen. Mann, da ist alles kaputt. Wir gehen mal hier hoch. Jeder von uns wird Mutter. Wir gehen mal hier so lang. Für eine Trillion Zivilisationen. Hier hoch. Armory Restrooms. Hier ist die Kirche des Atoms. Ich finde mich hier noch nicht so richtig zurecht. Armory. Das Waffenhaus. Okay, das ist zu. Das ist quasi die Waffenkammer. Was ist hier oben noch? Hier ist noch irgendwas. Toiletten, super. Herrentoilette. Erstmal Pipi machen. Warte, wir sind eine Frau, verdammt. Oh nein. Ist das Spiel schon wieder abgestürzt? Einen Moment. Ich bin wieder da, das Spiel ist schon wieder gefreezt. Wir gehen nicht in die Herrentoilette, wir gucken uns mal hier um. Vielleicht ist hier ja noch irgendwas Cooles. Ach, hier ist der Salon. Cool. Weiß nicht, ob wir den erst beim nächsten Mal ansehen sollten. Billy Creels Haus. Ah, hier geht's runter, cool. Wer bist du? Manja, aha, Manja. Nathan hat doch von der gesprochen. Hallo. Ich bin Manja. Der alte Knacker, der hier rumläuft, ist mein Ehemann Nathan. Sagen Sie Bescheid, wenn wir Ihnen irgendwie helfen können. Sprechen Sie nicht mit Nathan. Er labert Sie nur mit der verdammten Enklave voll. Die ist ja echt genial. Ich hätte ein paar Fragen zur Geschichte dieses Ortes. Ich kann Ihnen fast alles sagen, was Sie wissen wollen. Die Geschichte von Megaton ist kein Geheimnis. Aus was wurde dieser Ort hier gebaut? Ich meine, ja, aus Müll, aber aus was genau? Vor langer Zeit, noch vor dem Krieg, gab es Maschinen, sie waren wie Busse, aber flogen am Himmel und brachten die Leute überall hin. Man musste nicht laufen, sondern ging einfach zur Flugstation, kaufte sich eine Karte und stieg in den Himmel auf. Das gab's überall auf der Welt. Als der Krieg begann, fielen die Maschinen aus dem Himmel. Alle hier glauben, dass die Bombe den Krater verursacht hat, aber das stimmt nicht. Der Krater bot guten Schutz vor den Sandstürmen. Und als Papa und der Rest sich entschieden, die Mauern zu bauen, verwendeten sie das, was sie hatten. Interessant. Das heißt, der Krater existiert gar nicht wegen der Bombe. Aber warum haben sie die Bombe nicht woanders hingebracht? Einige wollten die Bombe loswerden. Die Kirche des Atoms war da noch neu. Wir brauchten ihre Hilfe beim Bau der Mauern und Beseitigen der Trümmer. Wenn wir versucht hätten, die Bombe wegzuschaffen, hätten sie uns nicht geholfen. Außerdem wollten viele Leute die Bombe einfach in Ruhe lassen. Sie tat niemandem weh und niemand konnte sagen, was passiert, wenn wir es vermasseln. Interessant. Aber sie hat immer noch nicht erklärt, wo die Bombe genau herkam. Oder war die mit im Flugzeug? Stimmt. Hm.
Warum die Wände aus einer alten Flugmaschine bauen? Es ist viel einfacher, als genug Teile zum Bauen von Mauern und Häusern aus rein gar nichts zu finden. Der Schrott war da, also verwenden wir ihn. Außerdem ist das stabil. Das hält die Raiders und Sandstürme draußen. Nicht alle von uns hatten das Glück, in einer Vault geboren zu werden. Ist auch eine dumme Frage, weil ein Flugzeug ist wahrscheinlich richtig, also ist natürlich richtig stabil gebaut. Weißt du, eine Flugzeugwand ist ja eigentlich das Geilste, was man als Zimmerwand haben kann. Ein Haufen Teile für nur eine Maschine. Das waren wahrscheinlich mehrere oder eine gigantische Maschine. Gutes Auge. Ja, stimmt genau. Einige Meilen von hier gab es eine Flugstation. Bis auf die Flugzeuge wurde alles geplündert. Mein Papa hat einige Leute, die da rausgehen, die Maschinen auseinandernehmen und die nützlichen Teile zurückschleppen. Habe ich auch schon gemacht. Man kann gar nicht mehr erkennen, wo die Flugstation mal war. Das Ödland hat sie zurückerobert. Ja, oder weil die komplett geplündert wurde. Interessant. Nur raus mit der Frage. Wie wurde die Stadt gegründet? Auch sehr interessant. Ursprünglich war die Stadt mal ein Loch im Boden. Mein Papa erzählt immer, dass sich sein Vater und die ersten Siedler im Krater versteckt haben. Das Wrack schützte sie vor Sandstürmen. Als wieder Normalität einkehrte und die Leute sich in die Wüste aufmachten, blieben einige hier zurück. Die Umherziehenden kamen zurück, um Handel zu treiben. Als mein Papa geboren wurde, war die Stadt schon zu einem Handelszentrum geworden. Durch die Karawanenrouten wurde mein Papa reich und überzeugte schließlich die anderen, dass Mauern gebaut werden müssen, um die Raiders fernzuhalten. Interessant. Am Anfang war es also nur eine Ansammlung von Händlern? Nein, zuerst lebten hier Leute, die in die Vault wollten. Leute, die die Bombe verehrten und ein paar andere Flüchtlinge. Dann kamen die Händler. Jetzt kümmern sich die Karawanen um den Großteil des Handels, aber davor fand alles in Megaton statt. Ich habe mit meinem Vater eine Weile in den Karawanen gearbeitet. Dort habe ich diesen wertlosen Schlafsack getroffen, der jetzt mein Mann ist. Ist ja nett. Ja, warum wurden die Mauern errichtet? Wegen den Raidern, das hat sie schon gesagt. Die Mauern sind vor allem wegen der Raiders. Als die Stadt groß genug war, haben sie gewartet, bis die Händler weg waren und uns dann fertig gemacht. Die Mauern schützen auch vor Supermutanten, ein ganz anderes Problem. Sie könnten uns auch umbringen, aber meistens verschleppen sie die Leute. Am Ende hat mein Vater was unternommen. Er und ein paar andere haben die Händler und Einwohner organisiert und die Mauern gebaut. Jetzt sind wir recht sicher. Trotzdem wünschte ich, die stählerne Bruderschaft hätte es einfacher. Sie haben wirklich viele Angreifer zurückgedrängt. Interessant. Kann man denn in Megaton leben? Also ja, kann man, aber wegen der Bombe? Nein, der Platz ist zu knapp. Sehen Sie all die Leute? Sie leben im Haus der Gemeinschaft und sind keine richtigen Einwohner. Fremde werden hier gut beobachtet. Ich kann einen Raider-Spion auf 100 Meter Entfernung erkennen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber wenn sich die anderen mit Besprechungen und Abstimmungen wohler fühlen, bitte sehr. Ich finde schön, dass die einfach sagen, ja, Leute, die in einer Gemeinschaftswohnung wohnen, sind keine Einwohner. Naja, interessant. Wenn Sie das sagen. Das war sehr aufschlussreich. Wie sind Sie hierher gekommen? Sie wurde wahrscheinlich hier geboren, wenn Ihr Vater vorher Megaton mitgegründet hat. Ich wurde hier geboren, genau wie mein Papa. Eine Weile habe ich ihm beim Sammeln geholfen und später mit seiner Karawane. Aber durchs Ödland zu latschen, ist nur etwas für junge Leute. Nachdem ich Nathan getroffen hatte, wollte ich nicht mehr so viel herumreisen. Wir sind hier, solange ich denken kann. Ich kann natürlich nicht gerade sagen, dass das gut für Nathans Geisteszustand wäre. Ich find's geil, wie sie konstant ihren Ehemann wegdisst. Als wäre der größte Vollidiot ever. Wo sind all die anderen hergekommen? Sie kommen von überall her. Die Stahlfamilie ist irgendwo im Osten aufgewachsen. Lucy kommt aus einer kleinen Siedlung im Norden. Billy redet nicht darüber, wo er herkommt. Doc Church lebte mal in Rivet City. Jericho, naja, sagen wir mal, dass sich die Menschen ändern. Hoffe ich jedenfalls.
Interessant, interessant. Die weiß auf jeden Fall sehr viel und ist anscheinend auch schon sehr alt. Wer hat hier in der Gegend das Sagen? Genau genommen hat hier keiner das Sagen. Aber man kann keine zwei Leute in einen Raum packen, ohne dass einer versucht, den anderen zu kontrollieren. Es hängt allerdings davon ab, wen man fragt. Lucas Sims hat sich selbst zum Sheriff ernannt. Er wirft jeden raus, der zu viel Ärger macht. Colin Moriarty gehört fast alles andere. Hier passiert nicht viel, über das er nicht Bescheid weiß oder das er nicht selbst plant. Sehr interessant, weil dieser Lucas Sims Sheriff ja auch einfach auf uns zukam und so, ey, ich bin der Sheriff der Stadt. Ich hab hier das Sagen, was willst du hier, bla. Und jetzt sagt die uns einfach, der ist gar nicht der Sheriff, der tut nur so. Mega geil. Erzähl mir doch noch was von Lucas Sims. Er versucht hier für Recht und Ordnung zu sorgen. Vergebliche Liebesmüh, aber ich respektiere ihn. Anscheinend kann er die Leute für sich gewinnen. Mit Ausnahme dieser seltsamen Cowboy-Nummer habe ich an ihm nichts auszusetzen. Interessant. Und erzählen Sie mir von Colin Moriarty? Dieser Mann ist der Abschaum der Erde. Er sorgt dafür, dass die Trinker hier immer im Alkohol schwimmen. Die arme Nova hat was Besseres verdient. Und fragen Sie mich besser nicht, wie er Gorb behandelt. Nur weil der Junge tot aussieht, muss man noch lange nicht so mit ihm umspringen. Dieser Mann hat seine Finger hier überall drin. Passen Sie bloß auf, was Sie über ihn sagen. Der hört alles. Interessant. Ich glaube, ich verstehe, worum es geht. In Ordnung. Wollen Sie noch was wissen? Nee, also das reicht mir erstmal über Megaton. Sie können jederzeit wiederkommen, wenn Sie noch mehr erfahren wollen. Gibt's irgendwas Neues, von dem du weißt? Heutzutage mache ich mir in der Stadt nur über eine Sache Sorgen, was mein verdammter blöder Mann wieder anstellt. Er wandert Tag und Nacht hier herum, predigt über die Enklave und versucht, an Teile für seine Knarren zu kommen. Ich weiß nicht, wer der größere Narr ist, er oder ich. Schließlich habe ich ihn ja geheiratet. Ich liebe die, die ist so genial. Wie sie konstant ihren Mann einfach so, ja, das ist der größte Trottel ever, ich habe den geheiratet, bla bla bla. Die ist echt top. Ich muss jetzt aber leider los. Schicken Sie Nathan nach Hause, wenn Sie ihn sehen. Die ist so putzig. Da ist ein Bus. Wo sind wir hier überhaupt? Ach, wir sind bei den Frauentoiletten. Ach, das ist... Nein, ich wollte es mir nur angucken. Das ist den hier Haus? Einfach so ein cooler Doppelbus? Ja, genial. Cool, cool, cool. Weiter geht's. Aha. Oh Gott. Ich bin von der Konstruktion hier komplett verwirrt. Ey, du sollst nach Hause gehen. Wo ist denn jetzt eigentlich schon wieder meine Frau? Fragezeichen, Punkt. Deine Frau möchte, dass du bitte nach Hause kommst. Ciao. Ey, der Typ ist so crazy. Was ist das für ein Haus? Jetzt habe ich Schluck auf, ich kotze. Jerichos Haus. Was ist das hier drüben? Leeres Haus. Aha. Jetzt sind wir wieder am Eingang. Ich bin irgendwie im Kreis gelaufen. Also hier ist was kaputt. Schade. Wir waren da oben. Ich würde gerne irgendwie zu dieser Wasseraufbereitungsdings kommen. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Vielleicht hier oben. Jetzt sind wir auf dem Dach der Klinik. Stellt euch mal vor, ihr habt so ein Haus hier. Und euer Hausdach ist aber gleichzeitig der Weg. Das heißt, dauernd laufen Leute über das Metall so. Das wäre nervig. Da oben geht's auch noch weiter. Aha. Hallo? Hä? Ich bin noch eine Etage weiter oben. Wir sind beim Wasserdings. Wasseraufbereitungsanlage. Gruselig. Hallo? Ist jemand? Die scheint ja kaputt zu sein. Also, keine Ahnung. Hallo? Hier ist Leo Stahl. Den habe ich schon überall gesucht. Verdammt. Sie sind neu. Richtig? Ich heiße Leo Stahl. Sehr erfreut. Sehr erfreut. Ja! Wie ich sehe, haben Sie ein ziemliches Drogenproblem. Bester Satz, den man als erstes zu jemandem sagen kann. Was machen Sie hier drin? Ich mache gar nichts.
Lassen Sie mich in Ruhe. Ich weiß genau, was du tust. Wer hat hier in der Gegend das Sagen? Moriarty denkt, er hat das Kommando. Aber Lucas Sims ist das Gesetz hier. Und das weiß auch jeder. Was macht man hier so zum Zeitvertreib? Bisschen Jet nehmen? Naja, wir haben nichts Bestimmtes. Man beschäftigt sich eben irgendwie. Aber das geht sie eigentlich gar nichts an, oder? Entschuldigung. Was können Sie mir über Megaton sagen? Was soll ich sagen? Wir leben. Also können wir uns nicht beschweren. Und ich habe ein Restaurant. Also habe ich es viel besser als die meisten anderen. Warum nimmst du dann Drogen? Was gibt's Neues in der Stadt? Hey, ich tratsche nicht gerne. Will keine Gerüchte verbreiten, verstehen Sie? Jeder hat seine Geheimnisse. Dabei sollten wir es auch belassen. Warum ist die Dialogoption weg? In Ordnung. Ach nee, das war nur ein Unterübermenü. Ja, wie ich sehe, haben Sie ein ziemliches Drogenproblem. Das hat Ihr Arzt einfach ausgequatscht. Und wir sprechen das einfach darauf an. Obwohl wir den nicht kennen. Verdammt, wer hat Ihnen gesagt... Ich meine, ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Ist schon okay, Leo. Ich möchte helfen. Was ist es Ihnen wert, die Angelegenheit geheim zu halten? Ist egal, Leo, das geht mich sowieso nichts an. Nein, wir wollen eigentlich nur helfen. Ich meine, wenn er selber sagt, er hat ein Restaurant und ihm geht es hier eigentlich gut, dann hat er ja eigentlich keinen Grund, Drogen zu nehmen. Außer irgendwas beschäftigt ihn. Sie wollen helfen? Was soll denn das heißen? Ich bin eben ein Junkie, na und? Ich tue doch niemandem weh. Sprache 71%. Sie schaden ihrer Familie, Leo. Sie bedeuten Jenny und Andy sehr viel. So habe ich das noch nie gesehen. Können Sie mir was besorgen? Ist egal, Leo, das geht mich sowieso nicht an. Nein, 71% Sprache, richtig geil. Weil er schadet natürlich mit seinem Drogennehmen der Familie, wenn er dadurch stirbt oder so. Und das ist für die auch nicht so schön, bla 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 und so weiter. Ihr wisst schon. Netter Versuch. Verdammt! Verdammt! Was? Bis da. Da stand 71% und es hat nicht geklappt. Das befriedigt mich nicht. Sorry, aber das machen wir nochmal. Das kann doch nicht sein. Ja? Ei. Verdammt! Sie haben wohl recht. Ich muss Ihnen von meinem Problem erzählen, oder? Ja, sollten Sie machen. Wäre keine schlechte Idee, ich könnte es Ihnen erzählen. Ja, mach das lieber mal selber. Ich bin froh, dass das jetzt doch geklappt hat. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe sie jahrelang beide bestohlen, um an Drogen zu kommen. Wo soll ich denn anfangen? Ich finde eine Lösung. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ausgerechnet Sie haben mir gezeigt, was für ein Esel ich gewesen bin. Hier, dieser Schlüssel ist für mein Geheimversteck in der Wasseraufbereitungsanlage. Nehmen Sie das Zeug... Verkaufen oder verbrennen Sie es, mir egal. Bin ich froh, dass wir das jetzt geschafft haben. Wir haben Karma dazu gewonnen. Das cancelt das schlechte Karma, was wir vom Terminal-Hacken bekommen haben, wieder aus. Wir haben die richtige Wahl getroffen. Drogen nehmen ist nie gut. Danke. Es wird schwer, aber ich gebe mein Bestes. Nö, noch mehr Karma. Machen Sie hier drin. Ja, das hatten wir alles schon. Warten Sie. Bla bla bla. Wie ist mit der Abhängigkeit wieder sauber? Eine Minute, nachdem er aufgehört hat? Ich bin noch am Anfang, aber soweit ist alles okay. Richtig geil. Bis bald. So, wo ist jetzt sein Geheimversteck? Muss ja irgendein abgeschlossenes Behältnis sein. Das freut mich aber, dass wir dem jetzt helfen konnten. Macht mich richtig glücklich. Und muss Versteck finden. Stimmt irgendwo hier. In diesen Dingern. Wir finden das schon. Ist das überhaupt hier?
Hallo. Nee, geh mal weg. Okay, es war am Schreibtisch. Alter, Junge, mach doch deine Kronkorken da raus. Keine Sorge. Ich kümmere mich um deine Drogen. Keine Sorge. Pass darauf auf. Da bin ich jetzt aber richtig glücklich, dass das geklappt hat. Das freut mich. Ich habe schon mal eine gute Tat getan. Kann man das irgendwo sehen? Nee. Nee. Warum sind wir so traurig? Ich möchte gerne irgendwo unser Karma sehen. Sieht man das nicht? Hier? Ah, da! Wir sind gut. Da ist das kleine Engelchen. Freut mich. Ich bin so glücklich. Oh mein Gott, wir haben die Quest. Was? Das ist egal, das ist egal. Das ist egal, das ist egal. Wir haben nur zwei. Ah, mit Ment anscheinend. Also, stopp. Optional. Die Kraft des Atoms, die Bombe entschärfen. Leo Stahls Vorrat an der Wasseraufbereitungsanlage plündern, um Mentes zu bekommen. Wir haben gerade Mentes bekommen. Aber was bringen die uns? Mentes. Wahrnehmung plus 5 und Intelligenz plus 5. Ich weiß jetzt nicht, wie uns das bei Sprengstoff helfen soll. The Greater Side Supply. Supply. Der ist zu. Es ist auch voll spät abends. Das wundert mich nicht, dass der zu ist. Können wir jetzt? Ich speichere jetzt mal. Nehmen dann eine Packung Mentes. Haben Sie nur scherzweise darüber gesprochen? Jetzt lass mich doch mal. 25. Okay, also. Schnell speichern. Dann. Mentes. Hilfe, Mentes. Megatonbombe. Die Bombe scheint inaktiv zu sein, aber eine genaue Untersuchung zeigt, dass sie noch funktionsfähig und daher weiterhin sehr gefährlich ist. Mit der richtigen Ausrüstung wäre es ein leichtes, sie detonationsbereit zu machen. Sie zu entschärfen würde aber einen hochqualifizierten Sprengstoffexperten erfordern. Entschärfung der Bombe versuchen? Wir haben es geschafft! Glückwunsch, Sie haben die Bombe erfolgreich entschärft. Geil. Das war einfacher als gedacht. Mega geil. Alter, unten. Guck mal, wie putzig. Das ist einfach der Zahlencode. Also so das Terminal. Okay, schnell weg. Wir waren das nicht. Kinder des Atoms. Geil. Das ging einfacher als gedacht. Ich dachte schon, wir müssen hier Sprengstoff skillen, bis so geht nicht mehr. Lukas? Ich soll verdammt sein. Sie haben es geschafft, oder? Sie haben das Ding entschärft. Hier ist Ihre Belohnung. Hey, ziehen Sie doch hierher. Hinter der Brass Lantern gibt's noch ein freies Haus. Hier sind Schlüssel und Unterlagen. Ich kann Ihnen nicht wirklich helfen. Aber reden Sie mit Moira. Sie hat jede Menge Dinge, mit denen Sie das Haus etwas rausputzen können. Wir haben mein Megaton-Haus. Geil ist das denn? Er will aufstehen. Ich muss jetzt los. Passen Sie auf sich auf. Also nicht nur. Es gibt kein Spiel außer World of Warcraft, was so ein geiles Level-Up-Geräusch hat. Weil ich glaube, in Fallout 4 war das immer nur so Level-Up. Dann hatte man unten in der Ecke so eine kleine 1. Das ist halt richtig cool. Okay. Wir haben 17 Fertigkeitspunkte. Also. Wir machen Energiewaffen auf 25. Sprengstoff sollten wir vielleicht einfach auf 20 machen. Dietrich machen wir auf. Aha, wir haben nicht so viele. Kleine.
Ja gut, kleine Waffen ist okay. Wir machen mal reparieren. Und Wissenschaft. Wir machen Energiewaffen auf 22. Sprengstoff auf 18. Ja, ja, das schon alles so ein bisschen verteilen. Das ist kompliziert. Sprache ist auch voll wichtig. Eigentlich ist Sprache mit 35 okay. 35, 35, 28. 32. So würde ich machen. Ja, wir machen das einfach so. Jetzt können wir uns noch ein neues Extra. Ab Level 4 kriegen wir ja neue Extras. Jetzt können wir uns zum Beispiel Stufe 2 von Waffenfreak machen. Und dann kriegen wir jetzt nochmal 5 weitere Punkte auf kleine Waffen und reparieren. Was wollte ich letztes Mal noch machen? Ich glaube, wir machen einfach mal das. Einzigartige Dialogoption. Das ist cool. Schwarze Witwe. 10% mehr Schaden mit männlichen Gegnern. Und da es in dem Spiel wahrscheinlich überproportional männliche Gegner gibt, das ist auch richtig geil. Nice. Wir haben einfach... ganz langsam. Ich guck mal in unser Dings. Ah, ja, schnell. Reiche einmal. Ich habe immer Angst, dass das Spiel jetzt einfriest. Das ist richtig schlimm. Also, Daten. Aufgaben. Haben wir abgeschlossen. Notizen. Eigentumsurkunde Megatonhaus. Diese Urkunde gewährt volles Eigentumsrecht an einem Haus in Megaton. Stil Megaton, Standardunterkunft, Ort, oberste Ebene von Megaton, direkt über und hinter der Brass Lantern. Enthaltene Vorzüge, ein Mr. Handy, Roboter Butler, weitere verfügbare Vorzüge, weitere Gegenstände können bei Moira im Craterside Lagerraum erworben werden, solange sie Bewohnerin von Megaton ist. Ey, das ist richtig geil. Was denn? Egal. Ich habe einfach ein eigenes Haus bekommen. Also Brass Lantern über hinter der Brass Lantern. Das ist das leere Haus, wo wir eben vorbeigelaufen sind. Mein Megatonhaus. Hallo? Wadsworth? Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Wadsworth, Ihr persönlicher Roboter-Butler. Ich bin hier, um mich um Ihre Bedürfnisse zu kümmern und Sie zu unterhalten. Was darf es denn sein? Hallo? Oh, geil, der kann uns einen Haarschnitt geben. Erzähl mir einen Witz. Das beste Verhütungsmittel für Senioren ist Nacktheit. Aber das sind ungefähr so gute Witze wie Alexa, wow. Wo kann ich mehr Artikel für mein Haus kaufen? Ja, ich denke, hier könnte in Sachen Renovierung so einiges getan werden. Sprechen Sie mit Moira Brown von Craterside Supply hier in Megaton. Sie hat eine gute Auswahl von Gegenständen, um den Wohnraum zu verschönern. Geil. Erzähl noch einen Witz. Meine Humorschaltkreise müssen aufgeladen werden. Okay. Falls Sie mehr wissen möchten, dürfen Sie gerne fragen. Geil ist das, wir haben unseren eigenen coolen Roboter. Wackelpuppenschaukasten. Oh, wie ist... die wackelt. Die gibt's aber, glaube ich, nicht zu kaufen. Ich habe ja ein paar Wackelkopffiguren zu kaufen. Ich glaube, die mit der riesen Spritze gab's nicht. Ey, wie geil ist das denn? Unser eigenes Haus. Mit einem Kühlschrank. Ey. Erstmal ausplündern. Wie geil ist das denn? Wie schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Ihr neuer Robo-Butler. Ja, das ist mega, das Riesenhaus. Schön. Wir haben sogar unser eigenes kleines Büro. Hä, eine Tür. Das ist ja richtig geil, hallo. Möchtest du was? Mega geil. Sie sind offensichtlich verwundet. Dürfte ich Ihnen einen alsbaldigen Arztbesuch ans Herz legen? Oh, uns fehlen ein paar Leben. Deswegen ist der hier so traurig.
Wir können ja ein bisschen was essen. Vielleicht irgendwas, was uns nicht so viel Red gibt. Hat alles Red. Naja. Wenn ja auch eins dem wegnehmen. Rechnet sich doch. Perfekt. Jetzt wieder zufrieden. Okay. Weil wir reparieren geskillt haben. Nice. Volt 1 und 1 Overworld. Der ist ganz. Der ist kaputt. Noch mehr kaputt. Die sind noch mehr kaputt. So viele davon. Das ist viel zu viel. Interessant. Also entweder wir verkaufen ein paar oder wir warten aufs Reparieren. Waffen. Interessant. Geil, geil, geil. Dann würde ich sagen, wir machen hier ein Schlafzimmer. In diesen... Nee, doch, in diesen Aktenschrank. Unsere unnötigen Klamotten. Wie zum Beispiel die Brille. Den Helm. Das Tunnelschlangen-Outfit. Das Arbeiter-Overall. Die Laboruniform und die Baseballmütze. Und unseren ganzen Voltanzug. Weil sonst sind wir auch so schnell überladen, ne? Das will ja auch niemand. Nee, eh. Hey, unser eigenes Haus. Ich würde sagen, dann schlafen wir erstmal bis morgen. Ah ja, die Drogen haben nachgelassen. Die sind jetzt gut ausgeruht. Geil. Ich glaube, wir hätten auch einfach schlafen können. Dann wäre unser TP auch wieder voll gewesen. Oh, ist das süß. Guck mal. Mister, ich glaube, in ganz Fallout 4 gibt es nicht einen so einen geilen Wackelpuppenständer. Und wenn, ist er komplett verbuggt. Und kacke. Die sehen immer noch traurig aus. Jetzt können wir uns Megaton bei Tag angucken. Ja, ist die entschärfte Bombe. Da müssen wir noch hin. Die haben so ein kleines Atom. Also das ist kein Atom, das sieht aus wie der Saturn. Die haben so ein kleines Atom auf ihrem Dach. Da waren wir noch nicht. Und wir wollten noch zu dieser Moira. Die ist angeblich ja da hinten. Bin richtig zufrieden. Was machst du denn hier? Wenn Sie etwas kaufen möchten, gehen Sie zu Moira im Craterside-Lagerraum. Wo kriegen wir denn jetzt aufbereitetes Wasser her? Keine gewöhnliche Frau. Macht mich richtig sad. Oh, wie cool. So. Macht so Spaß. Ich kann doch einfach den normalen Anzug anziehen. Dann sehen wir halt ein bisschen aus wie so eine Kartoffel. Das ist die Sicherheitsrüstung. Ja, okay. Interessant, interessant. Oh, wir haben 200 Schuhe. Was ist los?
The Crater Site Supply. Crater Site Lagerraum. Ich würde sagen, beim nächsten Mal gehen wir zum Crater Site Lagerraum zu dieser Moira, die einen Söldner sucht, die irgendwas für ihn macht oder so, keine Ahnung. Dann gucken wir uns das mal an, was da so abgeht. Und ob wir vielleicht noch ein paar Sachen für unser Haus bekommen. Weil wir schwimmen ja quasi in Kronkorken. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Fallout 3. Wenn es weitergeht in Megaton mit Moira. Bis dann. Okay.